Das waren die Kurzmeldungen und jetzt zu einem Beruf mit langer Tradition, der allerdings vom Aussterben bedroht ist. Und er ist deshalb einer der letzten seiner Art. Michael Steinberg ist der letzte und damit einzige Korbmachermeister in ganz Köln. Sein Handwerk gibt es schon seit Urzeiten. Früher wurden ganze Hütten aus Schilf oder Gras geflochten. Aber Michael Steinberg hat es da eher mit den etwas kleineren Objekten. Auch Körbe natürlich, aber der Mann kann noch viel mehr flechten. Das Material, aus dem die Körbe sind. Oder Sessel, Taschen und auch Teppichklopfer. Alles, was hier mitten in Köln steht, liegt oder von der Decke hängt, ist aus Weide, Rattan oder Schilfrohr gefertigt. Und das ist der Mann, der mit diesen Materialien perfekt umzugehen weiß. Michael Steinberg, einziger und letzter Korbmachermeister Kölns. Kein Geflecht, was der 56-Jährige nicht beherrscht und kein Korb, den er nicht wieder hinbekommt. Denn neben dem Anfertigen von neuen Stücken ist vor allem seine Renovierungskunst gefragt. Das ist ein alter Korb von 1900 rum, ein alter Wäschekorb. Der ist im oberen Rand völlig kaputt gewesen. Und um diesen Rand wieder neu zu gestalten, muss ich jetzt hier neu beistarken mit Weide. Um die Weide aber überhaupt formen zu können, muss sie permanent mit Wasser besprüht werden. Damit fange ich jetzt an, eine sogenannte Abschlusskimme zu flechten. Das ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Flechttechnik. Vor zwei, hinter eins. Und während ich flechte, muss ich auch gleichzeitig formen. Ja? Ich muss ja die Form dieses Korbes erhalten. Stellt sich die Frage, wie er überhaupt zu diesem Beruf gekommen ist. Das ist bei uns im Prinzip eine Familientradition. Mein Großvater war schon Korbmachermeister und mein Vater hat nach dem Krieg bei ihm gelernt. Und so stand der kleine Michael bereits mit 9 Jahren in der Werkstatt und hat geflochten, was die Weide hergibt. Kann das eigentlich jeder lernen? Grundvoraussetzung für das Korbmacherhandwerk ist einfach eine Geduld. Und wenn man sich da so reinarbeitet, dann bleibt man auch dran, dass ich da irgendwie mal die Geduld verloren hätte. Nein, kann ich nicht bestätigen. Und so wird mit aller Seelenruhe das nächste Objekt gerettet und von seinen flinken Fingern restauriert. Da habe ich auf einen alten Stuhl einen neuen Sitz aufgebracht. Die ersten 4 Touren sind schon geflochten. Und jetzt werde ich die 5. und die 6. Tour flechten, indem ich diagonal die Fäden hier einsetze. Das Flechthandwerk ist eines der ältesten der Welt. Allerdings sind solche aufwendigen Arbeiten heute nicht mehr profitabel. Und das wird zukünftig wohl nicht leichter werden. Viel Arbeit, wenig Geld. Das ist das. Das ist das, ja. Es macht unheimlich viel Arbeit, macht auch viel Freude. Aber man muss halt gucken, dass man auch von dem Beruf leben kann. Ne? Und so ist prompt der nächste Stuhl dran mit Werkzeugen vom Großvater und Einsatz von Feuer. Wenn ich hier drauf blase, wird das kalt. Und dann wird es dadurch stabil. So, und jetzt kann ich dieses alte kaputte Teil kann ich rausnehmen und durch das neue ersetzen hier. Und während der einzige Korbflechter Kölns eifrig weitermacht, warten diese Binsen und Weiden schon ungeduldig darauf, zu solchen Kunstwerken verarbeitet zu werden. Kunstwerke ist ein gutes Stichwort, denn jetzt sagen wir Ihnen, was sich bei uns in den nächsten Tagen in Sachen Kunst und Kultur besonders lohnt. Dabei geht es mit dem Hennesschen nach Mallorca, mit der Kamera nach Sardinien.